Mistake. Kingdoms rise and fall.
strong. Feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Wir streamen heute Stardew Valley. Das Spiel ist nicht neu, aber für Salty auf jeden Fall neu, weil der ist auch heute mit dabei. Ich schalte mal direkt dazu. Willkommen, Salty. Hallöchen. Weißt du, worauf du dich einlässt hier? Nee. wie Marc es so schön betitelt hat, es ist Harvest Moon in gut. Und so würde ich das auch betiteln. Und zwar, ich habe Harvest Moon damals geliebt. Ich fand es damals schon mega geil. Und ich bin mal gespannt, wie dir das Spiel gefällt. Wir müssen farmen auf jeden Fall. Das wird lustig. Ich habe mal das Spiel schon mal gestartet. Ja, ich bin gerade hier am Aufmachen gedönst. Ich hab hier auf der Nase ein bisschen unflätig und hab mich hier rumgekratzt. Aber egal. Rein ins Vergnügen. So, ich hoffe, das klappt hier alles. Schöner Übergang. Schön, schön, schön. Ja, wenn das so vorher gebuffert hätte. So, das kenne ich theoretisch wahrscheinlich. Kam da was? Ja. Es kam, aber ich muss auf jeden Fall das Spiel ein bisschen leiser machen. Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wo das geht. Option, okay, hier. Musik aus, Töne an. Okay, so. Im Hauptmenü kannst du es, glaube ich, nicht machen. Du kannst es erst im Spiel scheinbar. Ich mach's aber mit dem Mixer. Oder so. Du hast mich eingeladen. Ah, die. Ja, nu? Bahnhof. Nimm. Keine Ahnung, 2 oder so.
Nimm egal welches. Da. Du bist beigetreten. Der Bahnhof, jetzt, ah. Ja. Und dann mag gerne, habe ich reingeschrieben, Züge. Ja, das habe ich gerade auch geschrieben. Okay, warte mal. Müssen wir hier, warte, komm, ich würfel einfach. Sag mal, stopp. Sag mal, stopp. Stopp. Oh, okay, 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 interessant. Das behalten wir. Das sieht richtig hinterwäldlermäßig aus. Aber bin ich jetzt alleine hier? Nö, du müsstest eigentlich, wenn du rauskommst, immer in der Nähe sein. Oh, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ah, recht immer. Ich habe eingestellt, dass zwei Häuser hier sind. Hallo, ich schlag dich, geh weg. Das ist mein Haus. Hallo, ich mach Feuer. Ich hab den Felsen geklaut, tschüss. Ey, hallo. Wie hast du mein Fernseher denn genommen? Stell dich wieder, ja, danke. Schwupps, meiner. Wo ist denn dein Haus? Das direkt hier. Daneben? Das große hier. Warum hast du so ein Haus und nicht so ein Scheißding? Keine Ahnung, was wir machen müssen, aber ich mach einfach irgendwas. Ja, das Ding ist, du kannst nur am Tag so und so viel, glaube ich, machen, ne? War das nicht so? Ich weiß nicht. Bonk. Ah ja, stimmt. Rechts unten ist deine Energieleiste. Okay. Aber wir sollten mal... Platz auf jeden Fall so, ja, Platz für dass wir Felder aufbauen können. Baum. Das ist so lange her, aber ich habe das Spiel gefeiert. Das ist so geil. Komm ich noch mal ins Inventar? So, da habe ich schon rausgefunden. Erste Schritte. Baue eine Pastinake an und ernte sie. Aha, okay. Sag hallo. Hallo. Stellt schon unser erstes Feld hier. Guck mal, die Größe. Ich habe mehr Samen. Ja, das Ding ist, wir müssen halt jetzt jeden Tag immer wieder gießen, ne? Aber du kannst später irgendwann... so Sachen bauen, Sprinkleranlagen. Cool. Ich kann... Ich muss eine Reihe freilassen. Ich kann nicht direkt daneben anpflanzen. The fuck? Oh, kannst du schon. Du bist nur dran gelaufen. Ich hab noch 5 Stück. Ups. Das ist meine Hütte hier, oder was? Ja. Warum hast du so ein Riesenhaus? Warum? Ich weiß es nicht. Immer im Dorf. Das ja, geh du mal. Ich mach hier mal. Wasser und so. Schnups. Mein Inventar ist voll. Ja. Gibt's eine Art Crafting-Menü? Ich weiß es nicht mehr. Gut. Ja, Herstellung, ja. Soziales? Wir sind asozial. Ich gehe Holz sammeln, dann kann ich eine Kiste bauen. Holz ist gut. Ich habe schon 27 Holz. Brauchen wir ein bisschen was. Auf geht's. Hallo Holz. Nein, geht stumpf, kann ich nicht wegmachen. Achtung, Baumfeld. Nee, so Schiederknaller hört sich's an. Das ist echt lustig, ne? Der Sound. Naja. Ja.
Ich kann die Sachen nicht einsammeln. Überlauf. Auf die Map. Öffnen. Bin langsam erschöpft, sagt das Spiel. Ja, warum machst du denn sowas? Keine Ahnung. Jetzt kann ich wieder Sachen einsammeln. Ja, ich glaube, wenn wir erschöpft sind, müssen wir, glaube ich, können wir irgendwas essen oder trinken. Stark genug. Ja. Deine Energieleiste schon aufgebraucht? Ja, ich habe Harz gegessen. Es ist mir schlecht. Ja, ist grün. Warum isst du auch Harz? Keine Ahnung. Stand da, willst du es wirklich essen? Sagst mir, oh. Ja, du bist König Harz der Vierte. Ja. Fasern. Oh, ich hab keinen Weg damit. So, ich brauch 2 Holz. Ja, wenn ich die Kiste craften kann, kann ich dir die Sachen auch geben. Ich kann auch gleich eine Kiste machen. So, jetzt kann ich eine Kiste bauen. Verlaufen! Hilfe! Oh, da fehlt noch Wasser. Manchmal muss jemand drauf pinkeln. Zack! Ich muss da noch drauf pinkeln. Ja, Biodünger. So, ich habe eine Kiste gecraftet. Sehr schön. Wo tust denn du die hin? Was denn? Dahin? Oder nicht? Komm, die Sachen da rein, schmeißen. Ja, schmeiß erstmal alles da rein. Ich auch. Ich bin erschöpft. Wie kann ich jetzt nicht mehr erschöpft werden? Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Kann ich was zu essen craften? Nö, ne? Ah, du kannst gar nicht an meine Kisten rangehen, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnte ich an meine hingehen? Ich geh mal an deine Kiste ran. Kannst du, glaube ich. Geh von meiner Kiste weg, das meine. Auch kann ich. Geht. Ah, Tatsache. Man sieht nur, glaube ich. Oder hast du die eingefärbt? Ich hab sie eingefärbt. Ach so. Okay. Ich hatte die ist schwarz. Da rangehe. Hier ist noch ein Haus. Weg ist er. Das Paket gehört dem anderen. Hallo? Das ist mein Hof. Mein Paket. Dann glaube ich den Fernseher. Glaube ich den Fernseher. Ich hab den Fernseher geklaut. Will jemand einen Fernseher kaufen? Ja. So, die hat einen über. Ja, scheinbar habe ich auch so viel für 3 Spieler gemacht. Ich bin der große Buschmann. Ja, komm, ich verbrauche noch meine Energie schnell. Dann sieht man jetzt, dass die Pastinaken gut sind. Also, wann kann man die ernten? Ja, bestimmt nicht jetzt. Ich laufe so langsam, das ist voll doof. Ja, du hast kein Beef. Herr Gisela, hättest du dich nicht verausgabt. Ich muss hier mal meine Gießkanne auffüllen. Ist aufgefüllt. Die jungen Bäume, die fälle ich mal nicht, weil das gibt ja dann wieder große. Ohnmächtig geworden, okay. Okay, man sollte, glaube ich, dann in Betten gehen, oder? Ja. Ins Bett gehen, ja. Ah, warte auf andere Spieler, sagt er jetzt. Gut. Ja, da kannst du jetzt warten. Ja, ich lieg da schon mal rum. Ah, ich tue sie auch Energie auffüllen, ne? Ja, zwar langsam, aber es geht. Ich sehe mein Portal. Oh, es wird dunkel. Wird duster auf dem Hof. Ja. Oh ja, warte mal. Ich fülle langsam Energiebalken auf, während ich faul im Bett rumliege. Ben. Es ist schon spät hier. Das ist ja schon 20 Uhr, wir sind alt, ne? Ja. Ja, die Pastinaken wässern. Oh, ich habe einen Brief bekommen.
Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mich am Strand. Du solltest mal am Schreibtisch. Okay, ich gehe am Strand. Tschüss, ich bin am Strand. Ja, warte, komm mit. Du gehst gießen. Hallo, Gisela. Tschüss. Jetzt will ich die Arbeit machen, hallo? Ups. Kack auf deine Pastinaken. Hallo, ich glaube, wir spielen zusammen, ja? Ist dein Bio-Pastinaken. Ja, ich glaube, die XP werden nicht geteilt von irgendwelchen Aufgaben, wenn er alleine rumrennt, ne? Die XP. Ja, ich bin bewusstlos und deswegen wurde ich vom Sanitäter ins Bett gebracht. 50 Gold, will du mich verarschen? Pissverein hier. Ahoi, Böschchen. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang. Eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Ja, danke. Ja, das hast du eigentlich bekommen. Ich mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Nee, ich kriege keine Gratis-Angel. Ikon-Angel. Ich habe eine Bambusstange. Ich sehe dich hier aber gar nicht stehen, ne? Lustigerweise. Im Tal gibt's gutes Wasser, alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft's. Ja, verkauft sich bestimmt. Oho. Das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Ja, dann mal, ne? Die stinkende Rute ins Wasser halten. Duschtag, Badetag. Dann gehen wir mal angeln. Ah, jetzt sehe ich dich. Guck, guck. Oh, Rhabarber, Rhabarber, bla bla bla. Hui. Hä? Treffer. Ah. Mir tut sich nichts. Muss das Ding immer reinhalten, wo der Fisch ist. Oh. Ich habe eine Sardine gefangen. 3 Zentimeter lang. Ja, mir passiert doch nichts. Musst du drücken, wenn das Ausrufezeichen kommt, oder was? Ja. Wenn die Maus vibriert, dann musst du drücken. Okay, ist dran aber. Ein Hering. Ich habe einen Hering gefangen. Ich bin langsam erschöpft. Hast du dich wieder verausgabt, Gisela? Wieder eine Sardine. Ich geh mal wieder. Treffer. Man kann hier buddeln. Ah, ich habe einen Hering, 20 cm. Ich habe Leben gefunden. Oh, das Holz. Ich geh mal einen Fisch verkaufen. Ha. 30 Gold ist der Wert. Also 30 Gold-Dingsbums da. Ja, dann geh ich mal einen Fang auch verkaufen. Ihr müsst euch überlegen, das Spiel hat eine Person komplett alleine gemacht. Na, das ist schon heftig.
Hallo. Das ist ein Typ? What the fuck? Ja, ist klar, Elliot, aha. Aha, ey. Das hier ist ein Fragezeichen. Ah, 300 Stück Holz hast. Ja. Ich gebe mir Dorf-Hallo sagen, die Leute haben mir eine Aufgabe von wegen. Sag Hallo. 28 Leute Hallo sagen. Kann man hier klauen? Nee. Das Erste, was dir in den Kopf kommt, ist, die Leute zu beklauen. Hallo? Die Fundstelle der Stadt. Ist nichts drin. Da will er direkt die Leute beklauen. Ja, klar. Wer lebt denn im Trailer? Das ist so lange her. Hier ist gar keiner zu Hause. Ja, die sind alle irgendwie unterwegs, ne? Aber ich habe echt nur sehr, sehr positive Gedanken und Gefühle an das Spiel. Das ist echt geil. Ich meine, ich habe damals auch Dings gespielt, viel Harvest Moon. Es ist nervig, all diese neuen Leute kennenzulernen zu müssen, nicht? Oh ja, mein Name ist übrigens George. Jetzt zisch ab. Oh, jetzt ist er weggerollt. Ja, hallo. Bin ich genug mit Alex befreundet, um sein Schlafzimmer zu betreten? Ja, du bestimmt nicht. Nee. Punker, du. Rebell. Ich hab Opa den Fernseher klauen, während er guckt. Was war denn hier? Abigail. Oh, stimmt, ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den alten Hof zieht. Oh, hier ist ein Supermarkt. Stimmt. Hier ist ein Salon. Also so ein Saloon. Komm im Joja-Markt. Geht es dir heute? Ich denke nicht, dass wir uns schon mal getroffen haben. Ich bin Morris, Repräsentant für Joja-Kundenzufriedenheit. Wenn du dich dazu entschließt, ein Joja-Mitglied zu werden, werde ich deinen Beitritt mit Freude unterstützen. Das ist Shane, aber der ist am Arbeiten. Shane ist der Haussklave. Ja. So, wie viele Leute haben schon Hallo gesagt? Gucken wir mal. 9 von 28. Wo gibt's dir mit 28 Leute, die ihm Hallo sagen kann? Ja. Da klaut der Blumen. Weißt du, du willst sagen, mal die Mülltonne erstmal, ne? Aufräumen hier. Du alter Boss aus der Mülltonne. Warte mal, ist es geöffnet? Geöffnet 9 bis 16 Uhr. War gerade verpasst. Archäologiebüro. Hallo, willkommen im Sternentautaler. Archäologiebüro. Ah, das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Also irgendwelche Artefakte oder Minerale da draußen findest, kannst du es mich wissen lassen. Aber ich. Hier ist niemand. Dum, 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 dum. Die Laufgeräusche voll. Klack, 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 klack. Sam, hey, ich bin Sam. Hätte dich kennenzulernen. Yes, yeah, Sam. Geh weiter am Busch. Hallo, ich bin mit dir. Wie redet der nicht? Ja, hast du dich mal angeguckt? Mit dir würde ich auch nicht reden wollen. Du siehst viel besser aus. Ja. Wasserkanal. Oh, du bist der neue Bauer, ja? Guck mal, Penny, die will ich heiraten. Aha. Geht doch, glaube ich, dem Spiel sogar. Ja. Oder Jody. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, ich will mit dir sprechen. Okay, ich will mit dir auch sprechen. Nee, mit dir will ich nicht sprechen. Ich nehme Jody. Oh, da war ein Mülleimer. Nein, jetzt gehen die alle weg. Hallo, bleib. Hallo. Ja, und ab, was ich gesehen haben beim. Geh mal wieder zum Hof. Ist es ihr Sohn oder was hier? Oder ja, Geliebter, das ist offen. Ja, das will ich ändern. Hier, das Haus muss ich merken. Da ist noch jemand. Hallo. Es ist verschlossen, es ist Abend. Okay.
Komm, lass dich schubsen. Sie verkauft also Nutztiere. Also kann ich dich jetzt kaufen? Wo sind wir eigentlich? Sind wir hier falsch? Wir sind auf unserem Hof? Jo. Doch. Jo. Irgendwo. Achso, jo. Pennen. Dann geh du mal pennen. Ich benutze noch meine Ausdauer. Ja, meine Ausdauer ist ja komplett weg. Vom Angeln. Ja, ja, nenn doch was mal Angeln. Ich weiß nicht, was du im Bett getrieben hast. Psst. So, das ist. Nenn mich halt. Bett befällt. Ja, ich fäll noch mal ein paar Bäume, weil ich glaube, Holz ja. Ist auf jeden Fall. Wird essentiell sein, oder? Gute Frage. Ja, dann können wir auf jeden Fall die Brücke da hinten bilden. Was ist hier? Das nicht. Aber ich habe noch Energie. Aber dann ist wie Icarus nur in 2D. Und ohne Bär. Ohne Bären, genau. Energie ist fast wieder voll. Energie ist gleich leer. Komm, alles fast wieder voll. Ja, ich geh jetzt pennen. Oh, ich hab meine Tür fast abgebaut. Tür abgerissen. Ab. Wie, Level ab? Ja, ganz. Ich nicht. Es ist am Regnen, aber es hat einen Vorteil. Wir müssen heute nicht gießen. Was ist hier mit dieser, was ist das für eine Kiste hier eigentlich? Da kannst du Sachen abgeben, die du gekauft hast. Die du geerntet hast. Okay. Geh mal kurz ins Dorf. Das ist eine Höhle. Hier Freunde machen im Dorf. Ich will die Weiber aufreißen. Ach, das. Ich fäll ein paar Bäume. Ja, ist doch keiner zu Hause. Ich muss kurz hier mal gucken. Dieses Wetter macht mich durstig. Was ist bitte für eine doofe Aussage? Was Sachen irgendwie verkaufen, sowas wie Holz und so weiter? Ja, ich meine nur das, was man angepflanzt hat.
Jemand Fremdes? Hallo? Lass dich vor mir nicht stören. Ich lebe allein hier draußen. Wo bist du hingelaufen? Keine Ahnung, ich habe jemanden im Zelt getroffen. Okay. Jetzt geht er spazieren. Ah, guck mal, wir müssen Ställe bauen. Dann können wir Hühner und sowas kaufen hier. Wie kann man sowas bauen? Mit der Kraft von Bau. Komm, ich geh mal Samen kaufen, da kommen wir neue Sachen an. Was ist das für ein Zaun? Was gehst du kaufen? Samen. Mittwoch ist Ruhetag? Ja, mein! Was ist das jetzt gefunden, der Kalender? An dem Haus, wo man Samen kaufen kann. Ja, guck mal, wenn es eh regnet, dann gehe ich angeln. Mach ich mir jetzt ein bisschen Kohle, dann kann ich wieder Sachen kaufen. Ja. Du brauchst zu finden, wer wo wohnt. Also ich wohne direkt links neben dir. Da hast du schon mal ein Rätsel gelöst, wa? Machen wir es jetzt spannend, da geben wir an. Ich hab da drauf gedrückt, Mensch. Versuche mit Leuten zu sprechen. Auch angeln. Nachtigall, ich höre die Trapsen. Ja, Nachtigall. Oder wir hätten das Holz heran schaffen können, dann können wir die Brücke bauen, ne? Ja, ein Stück, ne? Was war das? Hast du das auch gehört? Diese. Ne? Das mache ich mal morgens früh, wenn ich noch nichts gegessen habe. Voll. Schnur gerissen, so eine Scheiße. Rechter Angler. Naja. Ich gehe ja so Dynamitfischen oder so. Ist eher so meins. Geh mal Holz fällen. Ja, Moment. Kannst du auch in meine Kiste gehen und das Holz rausnehmen? Ich glaube, 50 oder 60 brauchen wir. In der Zeit angel ich mal weiter. Angelzeit ist ganz schön nervig, ne? Sardine. Juhu. Ich verkaufe die noch schnell.
Angler-Doppelbett für 25.000. Ja, nein, danke, lass mal. Angler-Doppelbett? Mhm. Ein Kasten Bier daneben, oder wie? Ja. Ja, Mist. Ich geh mal Holzkloppen hier. Kann man hier eine Kettensäge kaufen? Nee, guck doch erstmal in die Kisten, vielleicht haben wir genug Holz. Ich hab 37 im Inventar noch. Das ist auch zu lange her wieder, dass ich das Spiel gespielt habe. Auch schon ein paar Jährchen her. Aber schön zu wissen, was für ein Tag es ist hier. 300 also, Stücke Holz brauchen wir. Ich hab 37 hier, ich geh mal gucken. Da habe ich kein Holz. Wir haben noch nicht genug Holz. Wir haben 142 erst. Ich schmeiß mal bei dir in die Kiste und geh hacken. Ja, so lange bis wir erschöpft sind, ne? Ja, nicht ohnmächtig werden, das wird teuer. Ja, das, da musst du drauf achten. Ich hab da den Griff. Das ganze Holz mal in deine Kiste rein. Waren das auch da betrieben? Haben wir jetzt, aber Energie ist fast weg. 211 hast du gesagt? Ja. Ja, dann habe ich genug Holz jetzt. Aber es ist ja schon spät, ne? Jo. Ich glaube, ich kann morgen bauen. Kann noch in Fällen. Einer geht noch. Du bist langsam erschöpft, sagt er. Ja, dann leg dich hin. Ja. Ins Bett gehen, ja. Mit wem? Alleine noch. War nicht mehr lang. Hast du schon eine Judith gefunden? Ich bin am gucken. Ja, da warst du leicht schockiert, wa? Nö. Fischenstufe 1, Angler-Effekt. Ich kann Müsli-Riegel herstellen. Hast du Nüsse gefunden? Ja, zwei. Oh, sie wachsen. Haben wir die Ernten schon, nee, ne? Ist ja. Geräusche. Ja, wie ich morgens früh. Ab geht's. Wieder Freunde machen. Ich hab die Bäume gefällt. Mhm. Ich geh ins Haus meiner zukünftigen. Mach du das. Die hat schon meine Schwester. Wäre was für dich? Ja, ich mach mir nur, wenn sie jünger ist, dann ja. Keine Ahnung. Warte, ich hab das Holz vergessen, ne? Wäre ja schon nicht verkehrt. Kann ich auch Bäume fällen? Nee, kann ich keine Bäume fällen. Mach den Dating-Simulator draus.
Ah, die hat sogar bald Geburtstag. Ja, machst du die klar. Ja klar, mach ich die gleich am Geburtstag. Gibt's die Geschenke? Lass mal gucken gehen. Was mag die denn? Soziales. Wo ist Ziegen. Haley. Keine Ahnung, was man mag. Neun Uhr. Wie viel Geld hast du? 187, genauso viel wie du. Was? 887? Genauso viel wie du, ja. Achso, dann wird das zusammengezählt, glaube ich, ne? Ja. Wir haben ein gemeinsames Konto. Aha. So, aber ich bin echt froh, dass wir keine gemeinsamen Betten haben. Ich auch. Sie ist nicht zu Hause. Guten Tag. Ich kann Korallen ernten. Und gut verkaufen. Irgendein Supermarkt. Oder der Geschenkladen, wenn man sein soll. Nein! Ich häng gerade am Nuckel, weißt du? Den Fischen ist das egal. Piers, was ist denn das hier? Fastinatensaat, Boden, der hat aber Bock hier. Blumenkohl, sollen wir irgendwie jetzt Sachen kaufen? Oh, ich habe eine Flunder gefangen. Hallo. Eine Sekunde. Ja, nee, danke, lass mal. Ich habe nicht vor, dir dann zu heiraten. Nee, danke. Nee, das. Lass mal was sein. Da habe ich auch andere Pläne. Ja, ich hole mir Haley. Warte mal, kann man uns noch sehen. Ja, woher fahre ich jetzt, was die alte Mark für Geschenke machen? Ich habe ein Buch gefunden. Verlorenes Buch. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Ja, damit kannst du bei Penny punkten. Penny mag Bücher, habe ich festgestellt. Ja, ich habe noch ein Buch gefunden. Ja, kannst du dir hier Freunde bei Penny machen. Ja, danke für die Info, aber... Nee, danke, lass mal. Den möchte ich heiraten. Da fällt mir dann wieder das, ne, das Meme von Helge Schneider ein. Nee, so sind wir nicht, nee. Ja. Das Spiel spielt zum ersten Mal, weißt du, erstmal hier reingrooven. Und ich hab's ewig nicht mehr gespielt. Also, ich hab's auch nur im Singleplayer gespielt. Und ich, wie gesagt, ich fand das Spiel damals schon genial. Bleib stehen, ich will mit dir reden. Hallo Penny. Das ist Penny, sag ich doch, die mag Bücher. Ja, ich hab Bücher, hallo, bleib mal. Da siehst du mal, kannst du... Ach, die Bücher sind bestimmt in der Bibliothek jetzt. Ja, ja. Jetzt müsste auch der Samenhandel aktiv sein. Man sagt ja immer, wahre Liebe gibt's nur den Männern, aber ich möchte mir trotzdem Marco kein Bett teilen. Nee. Der schnarcht mir zu viel. Du, jedem das seine, ne? Das ist, ja, ich hab sehr gute Freunde, die auch schwul sind und, sehr, sehr gute Freunde, by the way. Ja. Ich kann das nicht holen, weil ich hab, oh mein Gott, mein Inventar ist voll. Dann verkauft doch die Fische. Ja, da muss ich jetzt aber wieder runterlaufen. Ja. Kaufst du doch Samen, oder hast du es im Voll? Nee, aber kann ich gleich machen am Rückweg. Wenn ihr was anbeißt bei mir. Fischi. Ich hab Müll geangelt, jawohl. Bestes.
Hallo, der Laden ist nur eine begrenzte Zeit offen, ne? Ja. Nochmal Müll. Ein Fisch. Gibt das mehr Geld, wenn ich das... Ich weiß es nicht mehr, ob das... Scheinbar. Pack es rein. Ich pack einfach alles rein, was ich finde jetzt. Ich war schon mal überlegen, ob ich das Holz wegschmeiße. Aber ich bin so ein kleiner Messi. Ich will nichts wegschmeißen. Ich will alles irgendwie... Kann ich mit dir noch reden? Da läuft auch noch ein kleiner Junge. Komm, wir sind hier ganz allein im Wald. Da kann ich dich doch mal ansprechen, oder? War jetzt ein Trick mit dem scheiß Angeln? Es gibt genau gleich viele, doch... keine Öffnung. Ja, nee, das, ich meinte das nicht mit dem Verkaufen, sondern ich wollte eigentlich Samen kaufen, damit wir die wieder, damit wir Sachen anpflanzen können. Darum ging's. Noch schnell in den Laden. Ich weiß nicht mehr, wie lange der auf hat. Ich glaub ja schon zum Laden. Lass mal gucken, dass wir dann irgendwie gleich mal so einen Stall irgendwas bauen in die Richtung, dass wir irgendwelche Viecher haben können. Ja, ich bin schon im Laden. Boah, ich will den Rucksack, der kostet 2000. Rankengerüst haben wir keins. Ich hab uns pleite gemacht. Ja, unsere Gedanken kann man eh so ganz verfolgen. Wir sind bekloppt. Ja, dann sowieso. Ohne Aufpassen, da könnt ihr nicht durchlaufen. Da müssen wir zwischendrin Platz lassen. Ne? Danke, ja, dann machen wir eine Reihe. Wie gesagt, das ist so lange her. Und ich hatte auch da, glaube ich, irgendwann mal so einen Masterplan. Weil es gibt ja auch gewisse Sachen, die du nur zu einer gewissen Saison pflanzen kannst. Der Server hat die Verbindung beendet. Was? Nö. Doch. Nö. Warte, schalte ich mal neu ein. Ja, ich kann wieder darauf zugreifen, glaube ich. Bin hier immer noch am... machen. Ja, ich bin wieder in der Farm. Ja, aber du hast alles doch bei dir, oder? Ja. Oh, falsche Richtung. Nein. Hast du Wasser? Wasser habe ich ja. Ups, Angel. Ja, oh. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Jetzt sind die Samen, die anderen Samen weg, die ich gekauft habe. Welche anderen Samen? Was hast du noch gekauft? Ja, ich habe noch Blumenkohlsamen gekauft, aber die sind jetzt irgendwie weg. I don't know. Kann man alles bauen hier? Herstellung. Lagerfeuer. Ich hab noch so viel Energie. Die Frage, muss man irgendwas lernen, um so einen komischen Stall zu bauen? Weil ich würde da gern... Nee, das kannst du, glaube ich, rechts oben irgendwo machen. Wie rechts oben? Ja, das musst du dann... Du musst da Matz hinbringen und dann kannst du den bauen lassen. Das dauert dann auch ein paar Tage. Okay. Da muss man mal gucken. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Ja, mit der, ja, stimmt, wenn du mit der Spitzhacke drauf haust, genau, dann ist er weg.
Gehen wir gleich mal gucken, was wir da machen müssen für irgendwelche Ställe. Ich denke, also Hühner so bringen bestimmt am Anfang gut Geld. Ja, da brauchst du, da musst du, glaube ich, Holz und Steine und so. Wenn ich recht überlege, war das so. Dann bekommst du die. Dann kannst du das irgendwie kaufen. Das wird halt immer schwerer. Und ich weiß, hier gibt es auch eine Mine, wo du dann Erze und sowas bekommst. Da können wir aktuell, glaube ich, noch nicht hin. Ich war schon da rechts oben. Ich weiß auch, dass es auch da rechts oben bei der Hütte. Ja, dann gehen wir doch gleich pennen und dann. Ja, ich gehe gerade schon. Ja, ich bin auf dem Weg noch. Ich bin noch irgendwo hier in der Stadt unterwegs. Ich hab mich verlaufen. Ja, in der Zeit gehe ich mal ganz kurz für kleine Farmer. Oh, viel Erfolg. Der Unkrautjäten, das machen wir dann gleich. Machen wir mal Platz. Weil so ein Hühnerstall ist, denke ich mal, für den Anfang gar nicht verkehrt. Da ist mein Haus. Ach, da. Ab ins Bett. Wir haben gut Geld gemacht. Nö. Danke für die Tipps auf jeden Fall. Ja, wir grooven zwar schon ein bisschen rein. So. Tag 5 im Frühling. Musstest du jetzt auf mich warten? Ja. Allerletzte, ne? Ja, schlimm, ne? Aber das war, glaube ich, genau die gleiche Zeit, die auf dich warten musste. Steht ein Hund. Wieder steht ein Hund. Ja, siehst du ein Tier. Wir kriegen jetzt einen Hofhund. Juhu. Wir können ernten. Gut, aber warte mal, ich muss hier mit der Tante hier reden. Gilt das für dich auch? Hast du da hast du Ausrufezeichen gerade? Was Ausrufezeichen? Ja, den Fortschritt. Nee, ich muss dem Hund gerade Namen geben. Wie nennen wir ihn denn? Gisela. Gisela? Ich hätte Sascha gerade. Gisela. Gisela heißt der Hund. Der arme Sascha. Hast du das jetzt auch? Klick mal auf das Ausrufezeichen. Erster Schritt ist, sag Hallo und fischen. Ist der Fortschritt fertig? Na, warte, erste Schritte. Ja, dann ernte mal. Nein. Ernte mal eins. Bei mir gerade ist beim ersten. Mit was denn? Rechtsklick oder was? Ja. Ja, jetzt ist er fertig. Na gut. Soll ich hier Tiere aufziehen? Bau einen Hühnerstall, Fortschritt. Auch ein Tipp ist, Sense immer ausrüsten, weil sie ist das Werkzeug, was keine Energie verbraucht. Also wenn man sich verklickt, ist es schlimm. Ah, okay. Also sozusagen das besser zum Rumlaufen. Wo ist jetzt der Hund hin? Wo ist Gisela? Also das Level-Up, was man im Schlafen bekommt, das gilt nicht... direkt für den Tag, wo man dann wieder reingeht, okay. Oder? Wir haben Gisela verloren. Tschüss. Hallo, Marc. Marc verbrennt Hallo, wieder Marc. Punkte. Er wird's doch bereuen. Oh. Neuer Hofbucheintrag, okay. Oh, hallo. Thank you.
Was für ein Schandfleck. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist zumindest. Das war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Jetzt, schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit dem Gemeinde zu beschäftigen. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Lagerhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit. Wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Ja, lass uns reingehen. Die Sense kann auch lebende Pflanzen nicht zerstören, also selbst wenn man aus Versehen die Pflanzen haut, wird nichts. Daher ist es... Das ist gut zu wissen. Was ist das? Vincent und die Jas müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. What the f***? Was ist das denn? Genau das dachte ich mir auch gerade. Was? Was ist los? Ist sie schlecht? Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Und was creepy hier? Ich mache mir Sorgen um dich, Senior Salt. Hallo, ich bin nicht Senior Salt. Ich spiele creepy Musik und hier ist ein Gumpen. Oh Gott. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Ja, Marc, die haben so Aussehen, was man irgendwie kennt, ne? Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit hast. Keine Ahnung. Merkwürdig. Später zurückkehren, dieses Gebäude genau unter die Lupe. Ich gehe meine zukünftige besuchen. Hier ist nichts mehr. Ich mach da mal wieder was Sinnvolles. Ich gehe mal wieder Samen kaufen. Wenn sie nicht dann wieder verloren gehen. Ach so, mal so. Die Kartoffeln brauchen 6 Tage. Aber Blumenkohl 12 Tage. Aber ich glaube, die bringen richtig Kohle. Nummer 15 Blumenkohl. Ich glaube, jetzt Geld runtergeht. RIP. Wir sind pleite. Ja, ist egal. Aber wir kriegen ja den. Das vermehrt sich ja exponentiell. Das ist wieder Abigail, vielleicht haben wir hier. Ja, aber den Harvey. Aber hier ist Emily, das ist die für dich. Ja, ich glaube, die hatte ich sogar. Die hatte ich schon mal, die steht bei mir auf der Liste. Die blauhaarige. Ich bin ja hinter Haley her. Aber irgendwie ist die weg. Ja, die will dich nicht. Okay, du kannst doch nicht viel nichts mit denen großartig machen. Nein, du bist da raus. Halt, stopp. Alles anpflanzen. Bäume fällen. Auch die Energie runtertreiben. Die Frage ist auch halt,
denk mal, weil du der Horst bist, wird das Main, der Main-Ausbau bei dir liegen. Das hätten wir echt switchen müssen. Auch die ganze Story ist, glaube ich, auf dich ausgelegt. Lass ich mal wachsen. Oh Gott. Emily ist super. Marc hat auch Erfahrung mit Emily gemacht. Ja, siehst du, also, Emily hole ich mir. Geh mal Blumen pflücken hier. Emily war meine, hallo. Nee, stimmt, Haley. Ja. Dann nimm du sie, ich will die Schwester. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Lass uns die Schwestern verführen. Weißt du, der streift durch die Stadt und versucht da, Oh, ich habe. Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Ja, der örtliche Schmied hat aber bestimmt jetzt schon geschlossen. Ja. Ich arbeite hier an. Hast du zufällig noch eine Narzisse im Inventar rumliegen oder so? Eine Blume? Oder in der Kiste? Hör mal, ich unterstütze deinen Hang zu Fremdenverkehr hier nicht. Oh, das ist eine Muschel. Ich sammle Sachen unterwegs, übrigens. Ja, klar. Doch, ich habe den Miesmuschelabstand gefunden. Jetzt grabe ich gerade Würmer aus. Ich bringe hier die Kohle rein, weißt du, und der streift ja nur durch die Stadt. Ja. Ich habe einen getrockneten Seestern gefunden, ja? Artefakt. So, ich tue das Museum pushen. Narzissen her. Ja, die kannst du auch hier. Ich habe vorhin schon in der Stadt eine gesehen, aber die ist weg. So bestimmt mitgenommen. Dann habe ich sie verkauft. Erinnere mich daran, dass ich morgen früh ins Museum gehe. Ich habe ein Artefakt gefunden. Ja. Ich habe gerade dadurch ein Artefakt gefunden. Ja, das hilft uns. Ups. Achso, ich glaube, wir dürfen auch nicht so viel Wiese wegmachen, weil das muss nachwachsen, wenn wir später Viecher halten. Mhm. Weil damit kriegen wir die Fasern. Das kannst du, glaube ich, zum Füttern benutzen. Rechte. So, Artefakt. Die darf ich jetzt nicht verkaufen. Ein bisschen Holz, ein bisschen Steine. Ich geh pennen. Oh, ich brauche einen Moment. Ich nehme gerade ein paar Steine mit noch. Ja, die können wir gebrauchen zum Bauen. Ja, jetzt ab ins Bett. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja. Das Männchen ist schon lange vorbei. Ich weiß, alter Mann.
Ja, jetzt wäre ich fast in dein Haus gekommen. Da komm, ich kuschel mich zu dir ins Bett. Geh raus. Hey, mal, ich stehe wieder auf und dann nehme ich die Hacke in die Hand. Hall. Ich glaube, den Fernseher. Oh, der Hund liegt in meinem... Oh, da ist Gisela, die liegt in meinem Haus rum. Hallo, Gisela. Muss man sich um den Hund auch kümmern? Gießkanneneffekt. Oh, ich habe eine Vogelscheuche. Großer Löffel bin ich. Markus ist der kleine Löffel. Nee. So, ich muss, glaube ich, in sein Haus. Kein Fernseher mehr für. Yes, dieser scheiß Hahn ist mal. Wir haben Post. Westlich des Waldsees im Steinturm. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Okay. Gut. Siehst du. Auf geht's. Oh, ein Löwenschan. Löwenschan. Du kriegst nur einen. Nein, ich wollte sie haben. Wieso? Ja, damit du die nicht kriegst. Ich gehe jetzt in ein Artefakt ins Museum bringen. Wo war das Museum? Hier unten irgendwo, ne? Wo war das? Das war das Museum nochmal. Verrat schon nicht. Ja, ich hab da was. Ich hab eine Narzisse gesammelt. Da hinten ist das Museum. So. Ich hab doch Bücher gefunden. Ja, ich bringe jetzt gerade Seestände versteinerten. Oh, da freut sich der Cowboy. Löwenzahn essen, ja. Nee, ich wollte eigentlich. Gib mir deinen Müll. Ich mag Müll. Ich weiß, hier oben konntest du auch Samen und sowas kaufen. Und das ist, glaube ich, unabhängig von der Zeit. Aber das Ding ist, die sind sauteuer. Okay. Das sind Spezialsamen. Ich habe mich damals, glaube ich, auch dagegen entschieden. So. Seestern gespendet. Ruf aktualisiert. Ich gebe mal wieder unsere Kohle aus. Ja, ich habe gerade 250 verdient dadurch wieder. Die gebe ich direkt wieder aus. Ja. Das ist für ein Creep hier. Hallo, wer bist du? Der Arzt der Stadt, der Harvey. Also den würde ich nicht verarschen. Der Supermarkt ist doch der alte böse Arbeitgeberkonzern. Oh ja. Da war ich auch dagegen. War keine Großkonzerne. Vor allen Dingen die früher mal staatlich waren und mittlerweile privatisiert. So, hier ist Penny übrigens gerade, wenn du wieder mit dir wieder quatschen willst. Ja, weißt du, ich bin hier wieder am Arbeiten, weißt du, und du rennst da wieder. Ja, ich mach die Aufgabe, rede mit 28 Leuten. So, und wir haben schon 20 von 28, ja? Rennt da durch die Gegend und redet mit 5 fremden Leuten.
Zolti macht halt PR für die Farm. Ja, genau. Brauche er nicht. So, jetzt haben wir 27 Leute. Noch, wir fehlen noch 8 Leute, mit denen wir sprechen müssen. Auf jetzt deine Nazis. Tschüss. Was, ich mache hier Public Relations für uns. Jetzt gehe ich Holz und Steine klopfen. Ich gehe dich halt klopfen. Hast du die Jungs hier schon abgefragt da oben? Die ja, habe ich. Wollte keiner mit dir in den Muster einsteigen? Wollte keiner mit mir intim werden, nein. Ansonsten, weißt du, ich hätte da schön im Bett gelegen und dann höre ich nur so, so auf dem rechten Ohr: FBI, open up! Ne, hier war ja das. Ich muss da. So, wie komme ich jetzt zu diesem komischen Zauberer an den Turm? Was? Ja, wir haben eine Aufgabe, mit dem Zauberer zu sprechen. Wegen dem Rattenproblem, Anführungszeichen. Netz gefunden. Zwergischer Helm-Artefakt. Sol, warte auf meine Rückkehr zum Beginn deines dritten Jahres. Großvater, ich habe mir eine Notiz gelegen. Aha. Ja, gut. Ich habe auch ein Artefakt abgelegt, ja? Ah, das passt. Der Löschzwerghelm, ja. Hallo, Patent pending, ja? Wie kommt man zu dem scheiß Ding auf der Karte? Turm des Zauberers. Oh, da sind wieder. Ich hab keine Ahnung. Korallen. Kann ich wieder verstehen. Schade. Versuch zum Zauberer zu kommen. Ach, hier ist noch ein See. Okay. Wir müssen gar nicht so weit laufen zum Angeln, sehe ich gerade. Ah, ich habe den Turm gefunden. Sehr schön. Du hast gerade einen Knife gefunden? Ja. Gar nicht so Zauber da gibt. Dann hat unser Nachbar scheinbar. Was sieht der aus? What the? Ich bin hier fleißig am Hochseeangeln. Alter. Ah, eine Flunder. Ich muss echt an meine Impfe arbeiten. Oder Sachen da rausschmeißen. Komm rein, komm. Boah, wie ein Gott. Wie ein junger Gott. Ja, auch am Angel. Stimmt, da war es gab ja, ne, Salz, Fische, Salzwasser. Kann sein, ja. Ich hab jetzt eine Brasse gefangen. Ja, wir müssen echt irgendwie gucken, dass wir. Ich glaube, hier kann man, glaube ich, Rucksäcke oder sowas herstellen.
das Gemeinschaftssinn. Sollen wir das gleich, was wird jetzt wieder wieder dunkel? Sollen wir danach ein Gemeinschaftszentrum? Ja, machen wir gleich. Echt? Ist Animal Crossing genauso? Ich habe keinen Plan. Ich habe Animal Crossing auch nie verstanden. Aus meiner Zeit angespielt. Ich hab das nicht so ganz verstanden. Ich komme zum Haus zurück. Kleine Glocken. Beide. Wir mal gleich, wo das Ding ist, wo wir hinlaufen muss für ja, sprech dich aus, so. Ich hör zu. Zum Bauen. Dass wir mal gucken, was wir Mats hier brauchen. Musst du nach oben gehen. Ja, was machen wir denn? Ja, okay, die von der Zeit her wird das eh nicht aufgehen. Wir müssen ja eh warten, ne? Mal wieder alles öffnen. Ja, dann gehen wir gleich, sobald wir wach sind, hoch in das Gemeindezentrum, gucken, was da abgeht. Ah, weißt du, was mir gerade nochmal eingefallen ist? Wir können im Fernsehen gucken, was für ein Wetter morgen ist. Dementsprechend kannst du dich darauf einstellen, was du dann machst. Wetterbericht. Ganzen Tag regnen. Also ja, siehst du, perfekt. Abends Bett. Bin schon. Ich auch. Gute Nacht, Little John. Gute Nacht, John Boy. Siehste, ich war produktiv. Ich habe hier Kohle reingebracht, ne? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe 2,50 bekommen für das Artefakt und das habe ich gleich gemacht. Artefakt? Ja, ja. Und jetzt bekommen wir gleich die Aufgabe Sakalo fertig. Hey Minus, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, ist es wirklich ein nettes, kleines Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir die Materialien bringst und deine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. In der Küche kannst du alle die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich im Sternbautal zu Hause fühlst. Deine Schreinerin vor Ort, Robin. Also ich nehme mal Holz mit und Stein mit. Geh ich mal zu Robin. Ist der schon fast ein Kinderdöner? Was ist denn ein Kinderdöner? Wo bist denn du lang gelaufen jetzt? Gar nicht so. Geh zu Robin und du? Die macht erst um 9 Uhr auf, da kann schon Holz fallen. Noch angeln. Ich finde das auch so geil, was für ein Enthusiasmus der immer hochspringen, wenn du zuschlägst.
habe am Stadt Glasscherben gefunden. tritt rein. Ja. Was für ein Wetter, hm? Hier kann man auch Holz und Stein und sowas kaufen. Bitte aufhören. Ich kann ein Haus vergrößern und eine Küche hinzufügen. Das wird dich 10.000 Gold kosten und du musst mir 450 Stücke Holz liefern. Weißt du Bescheid, ne? Ja, was ist mit Hühnerstalle sowas? Das kriegen wir hier auch hin. Neuer Rekord, Hering, 23 cm. That was she said. Nein, was ist das? Das, was aus Müll gefischt. Kein Platz im Inventar, scheiße, ne? Brot. Ja, ich hab Brot aus dem Müll gefischt. Hat sonntags der Laden auch? Jetzt ich Platz, oder? Ja, der hat auf. Gut. Laufe schnell rüber, bring die Sachen wieder zurück. Dann hole ich wieder Samen. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt anpflanzen, da brauchen wir nicht gießen. Ja. Ich angel ein bisschen. Verkauf die Fische und dann. Ich denke, wenn schon eine Küche so scheiße teuer ist, ist bestimmt ein Hühnerstall auch nicht billiger. Ja, 10.000 Geld. Kennst du nicht, ne? Oder ein Fachkreisen 10.000 davon, was wir nicht haben. $10.000. Gesundheit. Danke. Ah. Hier war gerade ein Fisch und eine Schatzkiste. Wie soll ich denn beides bitte rausziehen aus dem Wasser? Ja. Dann lass dir mal was einfallen. Ein bisschen Geld haben wir mal gemacht wieder. Da musst du die doppelzündige Rute ins Wasser werfen.
Brot kann man noch hundertprozentig essen, oder? Man muss die Hand nehmen und dann... Ja, das Brot kann man essen, dann gibt es Energie. Sachen aufladen. Weißt du, man kriegt auch eine Axt, weißt du, dann kannst du viel, viel schneller... Ja, BB. Da kannst du auch viel, viel, viel schneller die Sachen abbauen. Die Holz und 10 cm Hering. Ted, what she said. Und schon bist du raus aus dem Game. Treffer. Holz? Ist eine ganze Menge Holz, ne? Was wir davon brauchen. Ich wollte mich entschuldigen. Es gibt wichtigere Sachen, als hier zuzugucken. Notfälle und andere Sachen gehen immer vor. Oh oh. Baum fällt. Hatte ich meinen Energiebalken nicht im Blick. Ist du umgefallen? Nö. So manche Fische sind echt Arschlöcher, ne? So, ich geh jetzt pennen. Ja, ich komm auch gleich. Morgen wird es auf jeden Fall noch nicht. Dann ist nicht so wie bei uns hier, weißt du? Da regnet und dann 5 Tage am Stück. Aber nicht in dem Spiel. Das wäre ja zu fein. Und außerdem fehlt immer die Musik. Das ist das, was mich damals auch schon mal gestört hat. Immer wenn es regnet, dann hast du ja keine Background-Musik. Mhm. Komm nach Hause. Hat geklirrt in meiner Küche und da ich Angst habe vor Menschen, muss ich nachgucken. Hört sich doof an, aber vor einem Einbrecher da steht. Also. Oh je, wenn ich. Also, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wenn ich jedes Mal vor Angst erschrecke, wenn ich Geräusche höre, dann wäre schon hier echt durchgedreht. Also, ich. erinnere mich nur an meine damaligen Nachbarn hier drunter, die. Wo ich sogar, ich habe einen sehr, sehr guten Schlaf, nachts wach geworden bin, weil irgendwelche Geräusche von unten kamen. Man lernt das irgendwie nach einer Zeit. Aber ich kann das verstehen, wenn man irgendwas hört und man weiß nicht, dann, okay, dann gucken wir mal nach. Ich sag mal, da kann ich beruhigt sein, weil wenn ich ein Geräusch höre, ist es egal, außer wenn der Hund plötzlich anfängt zu bellen. Ein Geräusch ist, dann weiß ich, was ist. Ja gut, du hast ne die eingebaute Alarmanlage. Ne? Ja. Die verlegten Windhund. Ich hatte hier so eine Stresskatze in der Nachbarskatze. What the fuck? Okay, Marc. Marc Deutsch, ja. Die meinte morgens um 3 in mein Fenster, an mein Fenster zu klopfen. Aktive Sterbehilfe für die Pflanze ist auch cool. Ah, ich hab ein Artefakt gefunden, by the way. Ja, der Mann. Marc, da gebe ich dir einen Tipp. Erzieh deine Katze ein bisschen besser. Ne? Und sagt er ganz einfach, nach 10 Uhr keinen Besuch mehr empfangen. Fertig. So, wir versuchen es auch immer wieder mit Pflanzen, meine Frau und ich, aber die sterben auch jedes Mal den trockenen Tod. Meine Pflanzen wachsen bloß ruhig. Dann ist immer, wenn man Hamster pfeift. Ja.
ein bisschen Geld im Museum machen. Mit der Glasscherbe. Ja, geh du mal anschaffen. Oh, hier ist noch Rübe gewachsen. Hallo Gisela. Ich hab einen Lauch gefunden. Hallo, bin noch gar nicht da. Gisela. Oh, Gisela. Was haben wir denn noch Aufgaben jetzt? Ja, wir müssen noch das Gebäude erkunden, erforschen. Ja, machen wir das so. Ja, ich komme gerade hoch. Meine Katzen können Gebärdensprache. Also sie hören auf Sitzplatz, nein, bei Fußen sogar auf was. Zumindest ja, meine norwegischen Wildkatzen. Du kannst ja eigentlich fast jedes Tier auf Kommandos trainieren. Das ist ja bei jedem Tier wirklich. Doch. Die Katze denkt sich nur, ja, du Arschloch. Nee, geht auch. Nein. Ja, doch. Guck mal, hier ist ein Spielplatz. Oh yeah. Jetzt kurz hier schaukeln. Wie geil ist das denn bitte? Marco, komm mal zu mir. Ja, ich hab grad zu tun. Ich muss ins Gemeindehaus. Und du? Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Nee, das ist ein Spielplatz. Dabei habe ich gerade geschaukelt. Bis du kommst. Was müssen wir erkunden jetzt eigentlich? Ich habe keine Aufgabe zu erkunden. Untersuche das Gemeinschaftsgebäude, habe ich. Okay. Ah. Okay, das kann ich nicht. Nicht? Ah. Okay. Belohnung, Brückenreparatur. Ich kann Samen aussuchen. Frühling, Exoten, Sommer, Winter oder Bündelkonstruktion oder Samen Herbst. Was willst du denn haben? Konstruktion? Ja, das ist wieder blöd, Exoten? Weißt du, dass du das gehostet hast. Das wusste ich ja vorher. Was soll man nehmen denn? Konstruktion oder Exoten? So, lest nochmal vor, bitte auf Deutsch. Ich habe hier vier verschiedene Pakete. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Sammeln Frühling. Sammeln Exoten. Ja, gibt es da keine Überschrift? Handwerksraum, da steht da. Belohnung Brückenreparatur, mehr steht da nicht. Und da ist ein Baum abgebildet, wo ich Pakete auswählen kann. Okay. Sammeln Winter, sammeln Sommer, sammeln Herbst. Einfach nur Konstruktion oder sammeln Exoten. Nach Sommer. Weil Sommer ist der nächste Monat und da werden wir, glaube ich, genug Kohle haben, dass wir... Also sammeln Sommer? Ja, würde jetzt in dem Kontext am meisten Sinn machen. Da sind Gewürzbeeren, Weintraube und Edelwicke drin. Ach nee, die Aufgaben... Nein, das sind Aufgaben, die wir machen müssen hier. Ach, du bist ein Held, ne? Wir können ja Sachen abgeben, so, okay. Holz, Steinhartholz, okay. Jetzt gehe ich auch eine Runde schaukeln. Ja, gut. Gebärdensprache, wenn die Katzen sonst auf keine Kommandos, wenn man schnell sprechen kann, ist auch was. Das finde ich auch dann cool, dass die Katzen darauf reagieren. Also die Katze von meiner Frau reagiert nur auf eins. Essen? Ich bin halt nicht der Katzenfan. Ich mag eher Hunde. Ey, Katzen sind... Das ist Saat.
Ja, mal gucken, was daraus wächst. Auch schon die ganze Zeit mit mir rum am Start. Warum habe ich keine Energie? Ja, ich habe. Gute Frage. Ja, das denke ich mir jedes Mal. Arbeitstag. Rüberlaufen zum Museum. Ja, Marc, nee, ich meinte das eigentlich mit. Warum habe ich keine Energie mehr? Ich habe doch nichts gemacht. Auf ich bei Feierabend. Mit Redding, was habe ich verfasst? Du hast im. Du hast den Glasscherben gespendet. Ja. Du hast das Museum mit Glasscherben gespendet. Ja. Ich verkaufe dir alles für Geld. Du machst alles, genau. Wollte ich gerade sagen, du machst alles für Geld. Nein, ich verkaufe alles für Geld. Ja gut, ist natürlich nicht so geil, wenn die Katze plötzlich anfängt, einen Hasen zu fressen auf dem Kleid. Oh Mann. Die Katze hat Humor. Oh! Toll. Ich habe gerade einen Blick in den alten Bietenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Denke ich, dass es dort unten was gibt. Aber ein dunkler Ort, gestört für so lange Zeit. Ich fürchte, Ärzte sind nicht das Einzige, das... Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Ich habe Golderz gefunden am Strand. Du erhältst die Purple Penetrator. Mein Name ist übrigens Marlon. Halte die Abenteuer gilt. Ich werde dich im Auge behalten. Weiß dich, ich werde mir gegen dich aufzunehmen. Bist du jetzt da hochgekommen? Geht dich gar nichts an. Doch, ich habe Gold gefunden am Geht Strand. Geht dich gar nichts an. Oh, hier ist. Ah, nein. Eins ist. Zwei, ich habe kaum noch Energie. Drei, mein Inf. Unser Bauernhof ist auch cool. Okay, wenn es dunkel wird, sind die alle in der Kneipe irgendwie am Saufen, kann das sein? Ja, wer treibt sich denn da noch nachts rum? Ja, ich versuche die Aufgabe fertig zu machen. Uns fehlen noch vier Leute, vier neue. Ja, Opfer. Ja. Oh Gott, ich kann mal Minispiele spielen. Gibt's hier was? Geil.
Muss man machen im Stream. Geh mal in den Saloon. Nee, ich geh jetzt gleich in die. Komm mal wieder zurück hier, Alter. Ja, komm. Ich habe erkundet. Hilfs zurück. Ja, das stimmt. Hauptsache geheiratet, egal wo. Oh, ich bin in der Koje. Ich auch gleich. Gisela schläft bei dir. Ich weiß, wo die Tür warm ist. Ja, nicht so wie du, weißt du, treibst dich rum wie so ein. Aber geh mal Blümchen. Ja gut, so Renovierungen sind teuer. Ich hab jetzt Großes vor. Und es ist am Regnen, brauchst nicht gießen. Kannst dich wieder rumtreiben. Fucking Krähe hat Dings geklaut bei uns. Was? Ja, hier, da fehlt eine Saat. Machst die Messer. Aber du kannst doch, wir können eine Vogelscheuche bauen. Wo? Holz, Kohle und 20 Fasern. Wo hast du die gelernt? Ich kann die nicht. Ja, siehste. Treib dich mal weiter rum da bei den. Ich geh jetzt einen Goldbarren machen. Ja, ich hab einen Salty gebaut, der ist hier. Ich geh einen Goldbarren schmieden lassen. Meine Quellen verraten mir, dass du dich im alten Gemeinschaftszentrum abgeschaut hast. Warum stattest du mich in deinem Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees, im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Ah, jetzt muss ich zum Zauberer. Wo war der Zauberer? Ganz links. Von unserer Farm aus? Ja. Du musst unten nach unten gehen. Unten, wo du Tiere kaufen kannst und dann, ja. Ah, okay. Wo ist der Schmied? Da ist er. Also wenn ich Geld hätte, würde ich ein riesen Grundstück kaufen, schönes Haus und dann würde ich alten Hunden, die keiner mehr haben will, ein letztes Zuhause geben. Oder Muschel. Gib. Eine Venusmuschel. Gib die Geld. Aha. Lehm. Ah, komm herein. Ebolit. Artefakt. Halt die Klappe. Ich bin Rasmodio, Sucher der arkanen Wahrheiten. Ermittler zwischen. Meister der sieben Elementare. Hüter des Heiligen Gral. Verstehst schon. Und du, Mino? Deine Ankunft habe ich schon lange vorgesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Ja. Aha, da ist er wieder. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Nennt sich Unimos. Sind mysteriöse Lebensgeister aus irgendeinem Grund weigern sich zu sprechen? Sicher warum? Gemeinschaftszentrum. Gibt keinen Grund. Hm.
Hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Wüstend. Warte hier. Werde mir das persönlich anschauen. Gleich wieder zurück. Ja, jetzt kannst du auch dann die Aufgaben angucken dort, wo du dann quasi abgeben kannst. Ich habe die Notiz gefunden. Sprache ist verworren, aber ich konnte sie schon entschlüsseln. Hier, Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich, Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Eins mit der Waldmagie? Was meinen sie damit? Stiff. Wir brauchen 4000 Gold für einen Hühnerstall. Aha. Komm her. Mein Kessel blubbert nur sofort Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Moosmaden, Karamellgiftmilze. Kannst du... Hier, trink aus, lass die Essenz der Wälder deinen... Oh, ich habe zu früh geklickt. Ja, ich mag auch eigentlich alle Tiere, aber Hunde sind halt eher so meins. Da wir Sport mit Hunden machen, kann ich halt leider keinen unbedingt Straßen, Anführungszeichen, Straßenhund nehmen, weil der Hund muss ja schon wesensfest sein für den Sport. Aber wenn ich jetzt nicht, also wenn wir nicht den Hundesport machen würden, würde ich natürlich auch dann so Hunde aus dem Tierheim nehmen. Ich mag Holz. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. Yeah. Wie viel besser als Zelda Ocarina of Time? Ja, was haben sie eben gespendet? Nein, nicht Hunderennen. Agility. Ja, der beutet die Hunde aus. Nein. Doch. Bleib stehen. Hallo? Mit dir haben wir noch Hallo? Gesprochen, bestimmt. X hat letztens, am ersten Geburtstag, der hat ja ein Iberico-Schinkenknochen bekommen. Da war doch fucking Fleisch vom Iberico-Schwein dran. So was Gutes bekomme ich nicht mal zu fressen. Ja, das kann ich aber auch verstehen. Das siehst du. Der hätte ich aber auch nicht gegeben. Also dem Hund geht's besser als mir. Ja. Der besorge ich. Nein. Du hast eine Nudel mit Ketchup. So ungefähr. Ich war schon erschrocken, aber das ist ja nur die Vogelscheuche. Ich dachte, das wärst du. Hast du eine Sonnenblume schon gefunden oder gesehen? Nein. So, bei Stardew Valley geht jetzt jeden Mittwoch weiter dann immer. Ich hab mir voll Energie. Wo bekommt man Sonnenblumen her? Ja, bestimmt im Sommer. Da hat man Sonnenblumen. Durch die Wälder ziehen, nackig. Ja gut, Marder meiden uns hier, weil Hunde und so. Thank you.
Der doof. Oh, danke für den Tipp. Gibt es hier bei uns im Tümpel Fische? Weiß ich nicht. Durchweichte Zeitung habe ich gerade gefunden. Oh, hast du wenigstens was zu tun, wenn du gleich auf dem Bord sitzt. Holz. Blaubeeren, okay, müssen wir gucken. Hauen wir uns gleich aufs Ohr, oder? Machen. So, ich geh jetzt, Ben. Oh. Bin ich hier. Also im Teich gibt's noch Müll. Ja, hab ich gerade gemerkt. Die Boden müsste doch bald fertig sein, oder? Oh, die Boden ist ernten. Ja. Geh mal gießen. Ja, was erholen. Gisela. Gieße, ja? Gisela? Hey, gieße, ja. Ja, das wusste ich noch. Ich hab unten Bäume eingepflanzt, ne? Also die Saaten. Und die brauchst du nicht gießen. Hab ich mir jetzt schon wieder verlaufen? Hier ist zum Schmied. Goldbarren machen endlich. Warten, bis er auf hat. Wo ist der Schmied? Der ist hier drüben. Ja gut, wenn es bei Bäumen schneller gehen würde, wäre es ja ein bisschen einfacher an Holz zu kommen, ne? Könnte aber mit Bäumen voll tackern, einen Tag oder zwei Tage warten und zack ist der Baum gewachsen. Das wäre auch ein bisschen doof. So, Schmied. So, kannst du mir ein Nugget was machen? Ja, na, was? Hä? Kann ich mir ein Golderz machen?
Ja, ich bin gerade am Buddeln. Ich mache auch wirklich alles nach oben. Ich gehe auch buddeln. Zwei Leute fehlen uns noch, mit denen wir nicht gesprochen haben, ne? Nur als Info. Wenn du ihn mal siehst, den du nicht gesehen hast, vom Anhauen. Aber wenn ich mich recht erinnere, war das mit den 5 Etagen, ne? In 5 Etagen, dann hast du einen Aufzug, oder war das 10? Erstmal gucken, dass wir ein größeres Inf kriegen. Also wir gehen am besten hier Erz sammeln und verkaufen. Ah ne, du kommst auch so raus. Ne, ich glaube mit dem, da konntest du auch irgendwas mitmachen, ich bin mir nicht mehr sicher. Der nimmt nicht alles mit. Eure Münze, es gibt später Sachen. Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Das ist zwar ewig lange her und ich habe auch das meiste wieder vergessen. Was schade ist, weil viele Sachen, die ich damals in meiner Jugend gespielt habe, die sind so krass hängen geblieben. Nicht Ocarina of Time. Und du hast die Bohnen vergessen zu. Echt? Ups. Jo. Und das ist halt das Problem, ne? Man kann halt da nicht... Aber ich habe das Spiel auch komplett gesuchtet. Also, wo ich damals... Mann, ich habe das auf GOG... Ich hab das jetzt nochmal auf Steam gekauft, also den Entwickler sozusagen doppelt beglückt damit. Aber ganz ehrlich, das ist es mir auch wert. Das Spiel ist verdammt gut. Wenn ich mir überlege, was man damals zum Beispiel für Harvest Moon bezahlt hat, und das ist noch nicht mal ansatzweise so gut wie dieses Spiel. Aber ich gehe mal die Geode aufbrechen. Mach das. Ich versuche hier was zu finden. Was bedeutet das Haar jetzt hier durch die Höhle? Was zu bedeuten? Was? Ich habe hier so ein Haar, nehme meinen Energiebalken. Was kann das? Das ist dein Leben. Also. Macht Sinn. Auf, I guess. Oh. Sammel Erd. Oh, das ist Schleim. Stirb, Schleim. Ding. Ah! Hier.
Die neuen Harvest Moon Teile sind ein Harvest. Es ist nur noch die Lizenz von Harvest Moon. Geht 2013 als Story of Sea weiter. Ja, ich habe das auf der Switch. Also ich habe die Spiele mir mal angeguckt. Bin mir da auch nicht sicher, ob das noch ansatzweise so. Also, wie gesagt, ich habe mir auch das auf der GameCube sah ich schon. Auf dem NDS mal angesehen und war zutiefst enttäuscht. Ich weiß nicht, wo dann Stardew Valley rauskam und damals, wo es noch wirklich noch so dieser Geheimtipp Führungsstrichen war. Ja, das ist ja durch die Decke geschossen. Da dachte ich mir so, wow, was für ein Spiel. Und wo ich dann erfahren habe, dass es ein Entwickler gemacht hat, dachte ich mir dann so, krass, der hat wirklich genau das Spiel gemacht, was sich alle erhofft haben. Man hat das auch noch perfekt umgesetzt. Also klar, ne, man hätte hier und da noch was machen können, aber wenn man bedenkt, dass es nur ein Entwickler war. Awesome. Das ist schon heftig. Ich habe jetzt wieder zwei Sachen zum Spenden gefunden. Eine Geode. Ist eine Geode was Gutes drin, oder? Ja, die kannst du aufbrechen lassen für Geld. Und also ich hatte bis jetzt immer irgendwas drin, was du. Was du wieder zum Dingens bringen konntest. Oh no. Was du zum Museum bringen kannst, weißt du? Okay. Ich hau mir gleich mal aufs Ohr. Ja, können wir gerne machen. Wir haben kaum Kohle. Das ist Gisela bei mir. Ich bin im Bettchen. Ich auch. Ja, ich habe einen fahren lassen. Ja, das allererste Harvest Moon. Ich habe das so gefeiert. Ja, das war auch geil. Ja, ich glaube, das erste Mal, dass ich. Das war, glaube ich, auf dem Game Boy Color. Das erste Harvest Moon. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holst, brauchst du einen Schmelzofen. Schmelzofen gelernt. Ja, wir müssen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier kannst du das hier, kannst du sie haben. Okay. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal einen Schmelzofen, oder? Ja, ich habe Post bekommen. Lieblingsaxt verloren. Ja, geil ist auch, dass ich deine Maus spawne. Guck mal, die ersten Sachen können geerntet werden. Hier, Pastinaken. Oh, kein Cut. Was braucht man für den Schmelzofen? 20 Kupfererz und 25 Stein. Ey, ich gebe uns Inventar leer machen gleich und dann gehen wir mal, würde ich sagen. Ab in die Mine. Jo. Was ist mit Kiesel da los da oben? Du hast sehr viele Tiere, kann das sein? 13 Ratten, sehr viele Katzen.
Also bei Ratten sage ich auch ganz ehrlich, dass du die mit den Katzen frei rumlaufen lässt, ist schon... Also ich weiß, so eine Ex von mir hatte selber Ratten. Und ja, Bücher beißen sehr gerne. Kabel. Irgendwann, also es hat angefangen irgendwann mit einem rechten Lautsprecherkabel und hat geendet mit dem Subwooferkabel. Und da habe ich die Reißleine gezogen. Aber können wir nicht irgendwie einen Rucksack oder sowas holen? Ja, was kostet ein Rucksack? Ja, weiß ich nicht. Aber bei Craften kann man das noch nicht. Geh mal gucken, ich gehe gerade zu Schmied und ins Dingsbums ins Museum. Für Sachen zu spenden. Blumenkohlsaat habe ich bekommen. Als Dingsbums, weil ich dem was geschenkt habe. Sie haben Spenden. Nochmal. Aber ich glaube, es gibt sowas nicht wie einen Rucksack, ne? 6 Katzen, 13 Ratten. 27 Brennmäuse, 4 Ziegen, eine Vogelspinne, eine Kuh. Ja. Aber wie kannst du die Wüste der Mäuse zählen? pardon, es sind 36 jetzt. Ein zwergischer Helm habe ich bekommen. Mord da. Was ist ein zwergischer Helm? Ja. Artefakt. Ja, den haben wir schon abgegeben. Ich habe noch eins mal abgegeben. Pfui, es stinkt. Salty? Nein. Ah, okay. Ich weiß nicht. Ich muss es so kurz Platz machen und dann gehen wir. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe meinen großen alten rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. Eine große Kanaluke. Wie dieser kann nur ein großer, alter rostiger Schlüssel passen. Du klingst schon creepy. Ich weiß. Ah, daher kommen die Geräusche. Irgendwas daran bewegt sich. Ja, das ist echt. Ich bringe mal die Sachen hier weg. Ja. Also auch dieses Blabla, was du hattest. Robin hier. Ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du überlegen,
vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren. Sehr praktisch, um es schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach in meinem Laden mit 75 Steinen und 1000 Gold vorbei. Ja gut, okay, wir haben den Brunnen ja da rechts unten. Ich glaube, dort brauchen wir nicht. Ah. Nervig. Soll man die Mine dann nächste Woche erkunden zusammen? Ich denke, die Mine wird ein bisschen größer und länger dauern. Ja, wir können uns auf jeden Fall. Wolltest du schon Feierabend machen, oder was? Ich denke, die Mine wird eine Weile dauern, bis wir da wieder rauskommen. Ja, du vielleicht. Ich bin dann schon in der Mine. Ich bin hier auf dem Feld am Arbeiten. Ja, der Mine, das war nur die Frage, weil wir müssen ja jetzt dann die Schmiede bauen, um richtig Geld zu verdienen auch. Ja. Dann mal ran mit der Kohle. Ja. Schwunden. Ich hab meinen Liebling verloren. Wenn du sie findest, bring Ort zu. Eine ganz. Wie auch immer sie findet, bekommt 250 Gold Finderlohn. Robin. Ich habe hier noch Blumenkohlsamen. Geht's bei deiner Energie? Habe ich gut aufgebraucht. Rechts oben in der Kiste, ne? Habe ich die Erze reingepackt. Ja. Ich gehe jetzt nochmal Bäumchen fallen. Kannst du dich Marco nennen? Hörst du öfters in die 2 Uhr wach bleiben? Naja, ansonsten bist du ja morgens nicht ausgeschlafen. Das weiß ich auch noch. Ja. Ich geh jetzt rennen. Ja, ist aber dann. Die Mine fürs nächste Mal aufheben. Nö, ja, wir gehen jetzt noch einmal rein. Würde ich sagen. Da legen wir erstmal alles ab. Ich bin am Bettchen. Wir gehen jetzt noch einmal rein und. Verschieben wir das auf nächste Woche. Erstmal müssen wir. Ja, es ist am Regnen. Perfekt. Perfekt. Let's go. So, letzte Amtshandlung für heute. Bist du denn in derselben Mine wie ich? Weiß ich nicht, sind wir gleich. Jo. Ja.
Was denn? Quarz. Hab's. Ja. Ja. Verbraucht deine Energie nicht, Mann. Ja. Ich habe. Flash. Hier runter, oder? Ja. Schön, dass du es findest, ne? Mhm. Also Steine haben wir auf jeden Fall genug. Aufzug. Ding. Ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall immer wieder zu der Ebene wieder zurück. Ich glaube, je tiefer du kommst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Mats triffst. Noch ein. Das sind zwei Treppen jetzt gespawnt. Nee, nee. Die eine sind wir rausgekommen. Ist noch eine Treppe, okay. Okay. Ich habe auf jeden Fall die Treppe hier. Komm her. Ja, warte. Hier ist auch nur eine Treppe, aber ich hol die Mats noch. Warst du links schon? Da ist ein Haufen Steine, die Energie verkloppt, wäre sinnlos. Ich gehe runter. Lass uns erst die offensichtlichen Sachen hier mitnehmen. Ja, ich komme mit dir. So, rechts oder links? Rechts lang. Oh, hier sind ganz viele Edelgedönssteine. Gießen immer Treppe, so. Ich hab Treppe. Oh.
Das sieht schon ein bisschen... Dünger gefunden, Hydrogel. Ich bin gleich tot, ne? Geh raus hier. So, dann bringen wir jetzt noch die Matzo-Farm und dann machen wir Feierabend für heute. Müssen wir noch speichern? Nee, ich glaube, das muss ich gleich machen. Uns haben wir jetzt Aufgabe, erreiche Ebene 40 in der Mine. Mhm. Okay. Da war der, meine Sachen aus der Kiste noch holen, ein bisschen umlagern. Ja, ich behalte mal die Sachen drin. Geh mal ins Bett, dann speichert er, glaube ich, automatisch dann. Warte. So. Ich glaube... Ja. Kirschbombe. Ja, ich glaube, der speichert. Ja, der Fortschritt wurde gespeichert jetzt. Dann würde ich sagen, mit dem Schrei des Hahns, vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle. Und würde mich freuen, wenn ihr am Freitag wieder einschaltet, weil da spielen wir Double Trouble. Was kommt und was wir spielen, das erfahrt ihr auf jeden Fall einen Tag früher, wenn ihr bei uns im Discord seid. Weil dann wird immer gesagt, beziehungsweise geschrieben, was wir spielen. Ansonsten am Sonntag kommt Marco Lost in Time, beziehungsweise Ocarina. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I'm not able to